nachdem wir Commander Legends hatten, kommt jetzt Double Masters. Es wird ein bisschen teurer. Nicht das Doppelte, aber ein bisschen. Und gucken wir uns mal an, was Double Masters Englisch für uns zu bieten hat. Twice as nice. Also muss es auch mindestens doppelt so toll sein. Wir haben A Braid. Sehr gute Karte. Zwei Mana. Man fügt einer Kreatur 3 Schaden zu. Oder man zerstört ein Artefakt. Als Instant. Ziemlich gute Karte. Ikor Wellspring. Zwei Mana. Wenn er ins Spielfeld kommt, legt man oder in den Friedhof geht, zieht man eine Karte. So ist es richtig. Crusade of Aldrich. Oder Odrich. Je nachdem, ob es Deutsch oder Englisch ist. 3 Mana XX und die Power und Widerstandskraft sind gleich der einzelnen Kreaturen, die man kontrolliert. The Dalken Infuser. 4 Mana 1-4. So. Und zumindest abgibst, legt man einen Charge Counter auf den Artefakt. Okay. Balduvian Rage. War die nicht mal rare? Ein rotes Mana und X. Eine angreifende Kreatur kriegt plus X plus 0. Und zumindest des nächsten abgibst des nächsten Zuges, zieh dir eine Karte. Squirrel, Shatter of the Squirrel, ein Mana, man kriegt einen Squirrel mit Flashback. Nice, Squirrel. Dire Fleet Hoarder, Human Pirate, da sind Piraten drin. 2-1, man kriegt einen Treasure Token, wenn er stirbt. Ancestral Blade, oh mein Gott, hier hinten richtig schön, das kenne ich gar nicht. 2 Artefakt in Weiß. Und wenn ein Spielfeld kommt, kriegen wir einen 1-1 Soldier. Die dann ausgerüstet ist und es gibt plus 1-1 und kostet einmal zum Ausrüsten. Deshalb kenne ich die Karte nicht. Okay. Valor in Akros. 4 Mana Enchantment. Alle Kreaturen, die ihr kontrolliert. Ne, wenn das Ding ins Spiel kommt. Ne. Oh mein Gott. Wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, kriegen Kreaturen plus 1 plus 1 bis meines Zuges. Okay, so ist es. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Ich bin ja ein bisschen durch. Weapons Trainer. 2 Mana 3-2. Und andere Kreaturen kriegen plus 1 bis 0, solange meine Ausrüstung kontrolliert. Nicht mal equipped ist? Okay. Joyra's Familiar. 4 Mana 2-2. Historic Spells kosten ein weniger zum Spielen. Und unsere erste Rare ist Adaptive Autonom. Das war mal eine richtig teure Karte. 3 Mana 2-2. Wenn ein Spiel kommt, suchen wir einen Kreaturentyp aus. Der ist zusätzlich dieser Kreaturentyp. Und andere Kreaturen, die wir kontrollieren mit diesem Kreaturentyp, kriegen plus 1 plus 1. Die war mal richtig toll. Und unsere zweite Rare ist Toxic Deluge. Oh, 3 Mana. Man zahlt X Leben und alle Kreaturen kriegen das X minus 6 bis 2 des Zuges. Gute Karte. Legacy Staple. Unsere erste Foil ist Volshocken Gauntlets. Ha, wunderschöne Karte. 2 Mana Ausrüstung. Sie gibt plus 4 plus 2 und die ausgerüstete Kreatur tappt nicht mehr. Mit 3 Mana zum Equippen. Ganz cool, wenn man die andere Massamkeit-Kreatur ausrüstet. Und unsere zweite Rare ist Dread Return Foil. 4 Mana, man bringt eine Kreatur zum Friedhof zurück ins Spiel. Mit Flashback Opfer 3 Kreaturen. Dazu ein Treasure Token. Ja, war relativ twice as nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.